Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Total War Arena. Ich wurde gefragt, ob ich auch mal ein paar Worte über Pikeniere verlieren kann. Und selbstverständlich kann ich das. Und deswegen gibt es heute ein Piken-Replay, beziehungsweise genau genommen ist es nicht nur ein Piken-Replay, sondern auch noch ein Lobbygefecht, wo ich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, unter Laborbedingungen zeigen kann, worin Piken gut und worin Piken schlecht sind. Wobei man hier natürlich gleich schon mal wieder mal auch auf die Kommandeure schauen muss. Ich werde euch heute ein Replay mit Kynane zeigen, die ich persönlich als eine der zwei besten Piken-Kommandanten empfinde. Warum ist das so? Ganz einfach, Kynane hat zwar nur einen einzigen Skill, der für Piken relevant ist, das ist das schnelle Vorrücken, alle anderen sind Bogenschützen-Skills, aber nichtsdestotrotz ist dieses schnelle Vorrücken unglaublich mächtig auf den Pikenieren. Warum, werdet ihr im Laufe des Gefechts, das ich euch nachher zeigen werde, sehen. Denn Piken haben aufgrund ihrer starren Pikenphalanx, die der normalen Hoplitenphalanx in gewisser Weise sehr, sehr ähnlich ist, aber dann doch wieder ein bisschen anders funktioniert, massive Vor- und Nachteile. Die Vorteile zuerst. Sie machen ziemlich viel Schaden und haben eine verflucht hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Ihr seht hier, Nahkampfschaden plus 30%, Nahkampfangriff plus 100%. Wenn wir uns die Werte hier mal angucken, sehen wir, dass der Nahkampfangriff dadurch auf 162 hochschnellt. Das heißt, normalerweise sind Pikeniere im Nahkampf unfassbar schlecht, was ihre normalen Offensivwerte angeht, werden dann richtig, richtig gut, wenn sie in der Pikenformation sind. Der Nahkampfschaden ist auch nicht wirklich beeindruckend, wird also deutlich besser, sobald sie hier in die Pikenformation gehen. Also zunächst schlechte Werte, massiver Buff dann allerdings durch die Pikenphalanx. Die Buffs sind allerdings auch da, ihr seht es jetzt hier schon. Drehgeschwindigkeit minus 95%. Das bedeutet, dass diese Pikenphalanx nicht mehr die Drehgeschwindigkeit von 117 hat, sondern ja, minus 95% heißt, wir sind dann auch tatsächlich irgendwo im Bereich zwischen 10 und 20 Grad pro Sekunde. Das ist so langsam wie ein langsamer Panzer in World of Tanks. Ohne Witz, also wer von euch World of Tanks spielt und weiß, was das bedeutet. Diese Typen sind nahezu stationär, wenn sie sich drehen. Also ich kann das mal hier so andeuten, denn die Pikenphalanx dreht sich vielleicht mit der Geschwindigkeit, wenn sie eine Pikenphalanx anhat. Und das wird deutlich schneller bei Kynane, wenn man hier das schnelle Vorrücken verwendet, denn dadurch wird die Drehgeschwindigkeit gebufft, wie ihr seht. Da gibt es plus 15% und dann wird es dann tatsächlich dann doch mal nochmal ein bisschen schneller. Das mag jetzt auch nicht euch so schnell vorkommen, aber ihr glaubt mir, auf dem Schlachtfeld ist das relevant. Darüber hinaus erhöht sie dann auch noch die Bewegungsgeschwindigkeit, wenn man das schnelle Vorrücken anhat, was auch wichtig ist, denn die Pikenphalanx reduziert auch noch die Bewegungsgeschwindigkeit um satte 80%, was auch ziemlich krass ist. Also wie gesagt, die Behauptung, dass die ziemlich starr und steif sind, ist nicht falsch. Deswegen ist es mit ihnen sinnvoll, eher eine defensive Position einzunehmen, wie zum Beispiel an einer Engstelle oder wenn man eine Engstelle nicht wirklich gut finden kann oder wo einfach gerade eben der Bär nicht steppt, wenn man zum Beispiel eine Artillerie verteidigen muss oder Bogenschützen, dann muss man sich halt mit seinen drei Pikeneinheiten entsprechend aufstellen. Da muss man halt einfach eine Breite zumachen oder vielleicht auch mal das sogenannte magische Dreieck bilden, das ich euch heute leider nicht zeigen kann, aber in der nahen Zukunft werde ich es euch vielleicht mal zeigen. Bei dem ihr im Grunde eigentlich eure Einheit wirklich in, also ich kann es euch nachher vielleicht mal versuchen aufzuzeichnen oder so, einfach wirklich in einem Dreieck Seite an Seite hinstellt, so ähnlich wie sie eigentlich, ja, mehr oder weniger jetzt gerade eben stehen. Moment, ich möchte mich gerade eben hier mal rausklicken, ich kann mich nicht, jetzt so, also, Entschuldigung, stell dir mal vor, diese Einheit würde nicht hier stehen, sondern die würde da stehen und in diese Richtung gucken, dann stellt ihr diese Einheit hier hin und diese Einheit stellt ihr hier hin und dann decken die quasi in drei verschiedene Richtungen mit ihren Piken quasi, ja, gegen Gegnerangriffe ab und in der Mitte könnte sich zum Beispiel Bogenschützen oder Wurfspeere verstecken. Das ist so der Klassiker, das ist so das, was ich als magisches Dreieck bezeichne, weil da so gut wie nichts reinkommt, auch keine Kavallerie, sind nahezu nicht zu flankieren. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, sei es das jetzt erstmal hier quasi mit der grauen Theorie. Wir gehen jetzt hier in ein Replay. Viel Vergnügen. Und dazu begeben wir uns in den Teutoburger Wald. Ich habe mir am Anfang eigentlich hier die Aufgabe gestellt gehabt, hier diesen Artilleristen zu verteidigen. Denn das ist eigentlich so eine von den Dingen, die man eigentlich als Pikenier ziemlich gut machen kann.
Wir haben die Fähigkeit Schilde hoch im Grunde. Das ist so etwas Ähnliches wie Kampf im Schatten bei Leonidas, nur schwächer, weil es direkt auf der Einheit ist. Kann nicht gelevelt werden. Und ansonsten habe ich jetzt halt ansonsten hier auf dieser Map, weil es ohnehin eine eher campige Map ist, keine großartige Alternative, um irgendwo jetzt hier aggressiv zu pushen. Es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit für gegnerische Bogenschützen, mir einen Hinterhalt zu legen. Und deswegen sollte man als Pikenier insbesondere auf dieser Map, aber so ziemlich auf allen Maps, die mir geläufig sind, eher eine defensive Position einnehmen. Denn, ja, aggressiv spielen ist mit ihnen nur bedingt möglich. Das erfordert Situations-Awareness, sage ich jetzt mal. Also Situational Awareness auf der einen Seite und auf der anderen Seite mangelndes Situationsbewusstsein auf der Gegnerseite. Also man muss den Gegner im Zweifelsfall überraschen können oder jemanden erwischen, der einfach nicht weiß, wie er mit der Situation, die ihm da jetzt entgegenkommt, umzugehen hat. Der eine oder andere Gegner versucht auch gerne mal quasi einen Pikenier anzugreifen frontal und hofft, dass er es nicht schafft, seine Piken rechtzeitig zu aktivieren. Denn man muss dazu sagen, dass Piken nicht aktiviert werden können, wenn sich die Pikeneinheit bereits im Nahkampf befindet. Das geht dann nicht. Ihr seht gerade eben, wie ich hier momentan einfach nur versuche, die perfekte Position hinzubekommen. So einfach war das gar nicht. Überall so dicht zu machen, dass ich selber auch nicht flankiert werden kann. Und dann auch noch dafür zu sorgen, dass keine Verbündeten jetzt hier in meiner Phalanx drin rumstehen. Denn das ist auch eine Gefahr für meine Einheiten, weil diese nämlich eventuell ansonsten von meiner Pikenphalanx ja, angegriffen werden. Weil meine Pikenphalanx eine Hitbox besitzt, die sich frontal vor ihr aufbaut. Und wenn es jetzt meine Pikenphalanx angewiesen wäre, hätten diese Jungs hier sich gegenseitig bzw. an meiner Pikeneinheit komplett vernichtet. Weil es im Grunde so eine Art Todeszone, ähnlich wie bei einer Hoplitenphalanx bildet, nur dass die Pikenphalanx deutlich breiter ist. Die ist im Grunde so lang, wie die Pike selber lang ist. Ja, ich stehe hier immer noch rum, weil es für mich momentan einfach keine echte Option gibt. Ich kann nur warten. Und das ist auch das, was ihr in der Regel mit euren Piken erleben werdet. Ihr werdet entweder draufgehen, wenn ihr jetzt aggressiv vorpusht. Das gilt übrigens auch für andere Maps. Oder ihr werdet einfach warten müssen. Oder ihr habt eine gute Gruppe. In einer Vierergruppe ist das aggressive Gameplay mit Piken durchaus möglich. Dafür braucht ihr dann allerdings gut koordiniertes Team. Ihr braucht Bogenschützen, die mit euch zusammenarbeiten. Und dann könnt ihr ordentlich vorpushen und damit auch gleichzeitig wiederum jedem Gegenangriff gleich den Wind aus den Segeln nehmen, weil eure Piken von vorne, wenn ihr aufmerksam spielt, keine Gefahr erleben werden. Es sei denn, es kommen Wurfspeere. Es sei denn, es kommen Bogenschützen und sie schießen lange. Wurfspeere sind euer natürlicher Feind. Die machen euch ziemlich schnell nass, so wie jetzt auch zum Beispiel hier diese Bogenschützen. Ich sehe, was jetzt hier gerade eben passiert. Der Gegner macht einen aggressiven Push und für mich ist einfach nur jetzt hier die Frage, wie gehe ich mir mit der Situation um? Ich kann hier momentan eigentlich nicht allzu viel machen. Die Jungs hier muss ich stehen lassen, aber die Jungs hier schicke ich jetzt hier den Wurfspeereinheiten hier entgegen, damit hier diese Wurfspeere nicht auf die Bogenschützen schießen können. Das ist einfach der Grund, weshalb ich jetzt hier vorrücke. Die Bogenschützen sind die einzigen, die eine realistische Chance haben, hier gegen diese Wurfspeereinheiten zu bestehen. Deshalb rücke ich jetzt hier gegen sie vor, treibe sie zurück, dann können die hier wenigstens wirken. Das bedeutet aber auch, dass diese Einheit hier richtig eine drauf bekommt. Hier habe ich mit meiner anderen Einheit jetzt hier einen Abfangkurs gestartet, habe hier auch wie man sieht, das schnelle Vorrücken aktiviert. Dadurch habe ich es gerade noch geschafft, hier einige dieser Einheiten hier einzufangen. Diese Hopliten hier haben keine Lust, sich mit mir frontal anzulegen. Aus gutem Grund, denn normale Hopliten haben auch gegen Pikeniere frontal keine Chance. Und jetzt seht ihr hier, was hier passiert. Es gibt zwar durchaus Verteidiger, aber auf lange Sicht hier werden wir diese Schlacht hier trotzdem nicht gewinnen können. Hier habe ich hier zu Dark Vader gesagt, er soll ganz, ganz schnell zurückgehen. Ich habe zwar noch Friendly Fire gemacht, aber ihr seht, das Friendly Fire hielt sich in Grenzen und jetzt hat hier der Gegner einen richtig massiven Fehler gemacht. Er hat drei seiner Hastati-Einheiten hier mir jetzt komplett zum Fraß vorgeworfen. Ich kann jetzt hier sogar noch von diesen Leonidas auch noch einige seiner Männer erwischen. Und hier fängt jetzt im Grunde der Pikentanz an, der sehr, sehr ähnlich dem der normalen Hopliten im Grunde ist. Also auch hier heißt es vor- und zurückgehen, man darf nicht zu weit die ganze Zeit vorgehen, weil auch hier buggen Einheiten
durch euch hindurch und befinden euch sich im Zweifelsfall dann in eurem Rücken. Aber ihr seht quasi dann, wie jetzt hier dieser Pikenkampf vonstatten geht. Diese Einheiten hier kleben sogar fest. Das werde ich später nochmal so ein bisschen erläutern, aber hier sieht man es jetzt gerade eben richtig gut. Die können gar nicht raus. Das ist ein sehr, sehr seltsames Spielelement. Ich persönlich bezweifle, dass es ja so gewollt ist, aber man muss damit leben. Es ist halt drin. So, und jetzt habe ich hier wieder das schnelle Vorrücken an. Ihr seht es, immer wieder so in strategischen Situationen, wenn man versucht, ja, einen Flankenangriff des Gegners zu verhindern, muss man mit dieser schnellen Vorrückenfähigkeit bei Kynane hier immer wieder die Formation irgendwie umdrehen, hindrehen, sodass man selber den Gegner in der Front seiner eigenen Piken behält. Es wird nicht immer gelingen. Nach hinten haben wir überhaupt gar keine Verteidigung. Das seht ihr jetzt hier gerade eben. Da kann der mit seinen wenigen Männern hier jetzt richtig massiven Schaden anrichten. Ich kann dagegen allerdings nichts machen. Konzentriere mich weiterhin massiv auf die Gegner vor mir, weil diese viel mehr sind. Und jetzt kommt hier meine zweite Pikeneinheit. Und ihr seht, wie gefährlich auch eine zweite Piken, eine kleine Pikeneinheit ist. Die hat bloß hier ein Problem. Diese Pikeneinheit wird von hinten von Wurfspeeren hier attackiert und wird deswegen hier niedergemacht. Aber ihr seht trotzdem, dass ich hier eine ganze Menge an Schaden habe anrichten können. Ja, und jetzt ja, wird meine Pikenformation hier von diesen Wurfspeeren einfach aufgefressen. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier ein unglaublich gutes Defense-Spiel bis jetzt hier hinlegen können. Und konnte bis jetzt dadurch weitgehend verhindern, dass der Gegner hier den Cap so ohne weiteres erobert. Obwohl die Situation immer noch nicht geklärt ist. Ich ziehe mich gerade eben jetzt erstmal hier wieder zurück, weil ich natürlich keine Lust habe, mich von diesen Speerwerfern hier platt machen zu lassen. Vor allem dann nicht, wenn wir hier noch Bogenschützen haben, die ja, sich im Grunde eigentlich mal dieser Jungs annehmen könnten. Aber jetzt gehe ich wieder hier in die Pikenformation, weil ansonsten die mir jetzt hier auf die Pelle gerückt werden. Ich muss ja irgendetwas tun. Ich mache jetzt hier die Schilde an. Hab aber das Problem, dass die Formation Schilde hoch ja nicht so viel bringt. Und endlich wirken unsere Bogenschützen jetzt hier auf diese Jungs. Jetzt kann ich denen hier wieder entgegenstehen. Ihr seht also, schon ganz, ganz wenige Pikenträger reichen eigentlich aus, um auch riesigen Kampfverbänden von Gegnern massivsten Schaden zuzufügen. Denn, wie gesagt, jede Pike hat da vorne irgendwie so einen kleinen Kegel. Und dieser kleine Kegel sorgt dafür, dass dort die Gegner nicht einfach so durchrennen können. Sie werden verlangsamt, teilweise sogar vollständig gestoppt. Und dann, ja, so nach und nach einfach von den Piken aufgespießt. Ich habe selber nicht mehr allzu viele Männer, weil ich auch hier die ganze Zeit noch eine Einheit hatte, die hier eine ganze Menge weggetankt hat. Gebracht hatten wir es nicht viel. Das ist auch so eine typische Situation mit Piken oder auch mit Phalanxen. Es erfordert unglaublich viel Micromanagement, diese zu steuern. Und ich hatte einfach in dem Augenblick, das gebe ich zu, nicht das geistige Potenzial, um mich jetzt auch noch um diese dritte Einheit zu kümmern. Vor allem, weil ich auch die ganze Zeit gehofft habe, dass ich jetzt hier vielleicht nochmal ein bisschen Entlastung bekommen habe. Das Einzige, was ich immer geguckt habe, unten ist die Einheit noch da. Ja, sie ist noch da. Cool, war so mein Gedanke. Ja, und ansonsten, obwohl ich jetzt hier eine ganze Menge geleistet habe hier, ne? Also mit den Piken, ihr habt ja gesehen, was ich hier alles weggeräumt habe, werden wir diese Schlacht jetzt hier letzten Endes verlieren. Es ist auch wirklich eine von den etwas besseren Schlachten, muss ich ganz ehrlich sagen, wo halt der Gegner sich wirklich mit der Pikenformation konfrontiert sieht und versucht, sie niederzukämpfen. Es wird oft genug passieren, dass der Gegner das eben nicht versucht und dann steht er halt da. Wenn jetzt zum Beispiel ein Leonida spielt, der aus meiner Sicht der zweite gute Pikenkommandant ist, weil er eine andere Fähigkeit hat, die ihn da sehr, sehr stark macht. Er hat nämlich den Schildschlag. Und ich habe ja am Anfang gesagt gehabt, dass diese Pikenformation nicht aktiviert werden kann, wenn ihr euch bereits im Nahkampf befindet, also wenn ihr schon Kampfkontakt habt. Leonidas ist da so eine kleine Ausnahme, der kann einen Schildschlag machen und wenn er diesen Schildschlag macht, dann ja, kommt ihr ganz, ganz kurz aus dem Nahkampf raus, wenn ihr zumindest nicht allzu viel Pech habt. Und in dem Augenblick könnt ihr dann ganz, ganz schnell Z-hämmern und damit eure Pikenformation aktivieren. Und dann habt ihr dem Gegner nicht nur umgehauen, wahnsinnig viel Schaden mit dem Schildschlag gemacht, sondern auch noch ja, eure Pikenformation angemacht. Und die am Boden liegenden Männer stehen dann auf und befinden sich dann automatisch in der Todeszone eurer Piken. Das kann ich euch allerdings an dieser Stelle nicht zeigen. Das werde ich euch vielleicht mal an anderer Stelle zeigen. Heute wollte ich euch mal mit Kynane zeigen, dass man sie nicht nur mit Bogenschützen spielen kann. Sie wird auch ganz, ganz massiv, wie gesagt, mit Piken gespielt, aufgrund der enormen Beweglichkeit, der ihr
richtig krasse Boni gibt, wo der eine oder andere auch zu Recht, wie ich behaupte, sagt, dass das eventuell vielleicht sogar ein bisschen OP sein könnte. Ich kann euch auf jeden Fall jetzt schon mal verraten, obwohl wir jetzt hier gerade mit unseren Bogenschützen jetzt hier richtig Druck auf die gegnerische Artillerie aufbauen, ich werde dieses Gefecht leider nicht gewinnen. Es klappt halt manchmal einfach nicht, egal wie sehr man sich anstrengt. Auf jeden Fall so viel jetzt hier zu Kynanis Piken. Und nun folgt noch ein kleiner Ausblick bzw. ein kleiner Einblick in die Welt von Miltiades und warum ich ihn persönlich eher nicht empfehlen würde, wenn ihr mit Piken spielt. Dasselbe gilt übrigens auch für Alexander den Großen. Den würde ich an eurer Stelle auch nicht mit Piken spielen. Aber wie gesagt, bis gleich. Wir schauen jetzt mal auf Miltiades. So, und da sind wir auch mal ganz, ganz kurz mal in einer privaten Lobby. An meiner Seite ist der Dark Vaders. Grüß dich. Moinsen. Ja, Dark Vaders darf jetzt hier gleich mal so ein bisschen für die Piken herhalten. Zuvor will ich allerdings noch was zeigen. Und zwar, ich habe hier gerade eben einen Miltiades mit Pikenieren ausgewählt. Und ihr seht, auch den kann man natürlich in der Formation aufgeben. Formation, beziehungsweise mit dem Skill letzten Endes verwenden. Dadurch werden seine Piken natürlich schneller, was definitiv ein Vorteil ist. Allerdings ist der große Nachteil an ihm, dass man, egal unter welchen Umständen, den Infanterieansturm nicht verwenden kann. Warum ist das so? Das ist mehr oder weniger die Antwort auf eine Frage, die unter einem Video gestellt worden war. Hier unten steht schon, bei Infanterieansturm, nicht einsetzbar, wenn Held pieken oder greift im Nahkampf an oder Phalanx aktiv. Also man kann diese Fähigkeit Ansturm mit Piken-Einheiten niemals einsetzen. Egal, ob die Phalanx-Formation an ist oder ob sie es nicht ist. Es ist einfach ein Ausschlusskriterium. Die können nicht anstürmen mit Piken. Deswegen ist auch Miltiades als Pikenkommandant eher eine ungewöhnliche Wahl. Ich persönlich würde sogar sagen, sie ist weitgehend überflüssig. Also man sollte Miltiades eher nicht mit Piken spielen. Auch wenn er hier natürlich seine Formation aufgeben und auch seine Furcht theoretisch auf Tier 5 einsetzen kann. Hier geht es momentan nicht, weil ich hier Tier 4er verwende. Aber wie gesagt, allein der Ansturm funktioniert nicht, weil es Piken sind. So, ansonsten sind Piken natürlich sehr, sehr phänomenal, wenn man mal in eine Situation kommt, in der man, wie hier, genau, bleib einfach mal mit allen drei da so stehen. Das ist, nee, bleib ruhig mal mit allen drei mal so stehen, so richtig schön nebeneinander. Wenn man aus irgendeinem Grund, mehrere Gegnereinheiten gleichzeitig hier vor die Flinte bekommt, denn dann kann man im allerschlimmsten Fall, Moment, jetzt muss ich hier ganz, ganz kurz noch warten, bis sie jetzt hier ihre Piken richtig ausgerichtet haben, theoretisch mit einer einzigen Pikeneinheit hier einen unfassbaren Schaden anrichten, wobei man auch hier natürlich aufpassen muss, man hat hier ein ähnliches Problem wie mit den normalen Einheiten. Du kannst doch mal versuchen anzugreifen, nur um zu zeigen, dass du da überhaupt nicht durchkommst. Also, ihr seht, es ist de facto nicht möglich mit normaler Infanterie durch diese massive Pikenwand durchzukommen, um auch nur einen einzigen Schlag anzubringen. Dafür muss man versuchen, über die Flanke zu kommen. Das kannst du mal versuchen, jetzt mit den Einheiten. Das Problem ist halt, wenn ihr halt an einer Engstelle steht, wird das nicht funktionieren. Und wenn der Pikenspieler auch noch andere Pikeneinheiten hat, dann wird er euch hier die Sache definitiv madig machen, indem er seinerseits wiederum mit Piken hier aktiv werden wird. Und hier muss ich jetzt kurz mal aufpassen, nicht, dass du mich da, ja, da hast du mich jetzt gut erwischt, ne? Piken spielen ist natürlich dann schon ein gewisses Maß an, ja, Multitasking, das man da an den Tag legen muss. Ähnlich wie mit Hopliten. Ich persönlich würde sogar fast behaupten, sogar noch schlimmer. Denn das Hauptproblem der Pikenträger ist, dass sie ihre Pikenformation nicht anmachen können, wenn man bereits im Nahkampf ist. Die einzige Ausnahme, die hier gebildet wird, ist Leonidas. Aber nicht, weil Leonidas per se kann, sondern Leonidas hat den euch sicherlich bekannten Schildschlag auf Lager. Und dieser Schildschlag ermöglicht es ihm kurzzeitig, wenn er den Gegner zu Boden haut, aus dem Nahkampf herauszukommen und dadurch dann ganz, ganz in einem kurzen Zeitfenster seine Pikenformation doch wieder anzumachen. Was man hier übrigens auch sieht, ist hier mein Versuch, in der Pikenformation zu drehen. Es dauert gefühlt ein Jahrhundert, bis sich Piken
in die richtige Richtung ausgerichtet haben. Das liegt daran, dass die Pikenformation eine unglaublich krass reduzierte Drehgeschwindigkeit hat. Du kannst mal versuchen, hier um meine Einheit herumzulaufen mit deiner letzten verbleibenden Einheit. Ich ziehe mich mal ganz, ganz kurz mit der zurück. Und ich versuche einfach nur, die Position zu halten. Und ihr seht, das ist eigentlich ausgeschlossen. Ihr schafft sogar mit römischer schwerer Infanterie, dem Gegner ja in den Rücken zu kommen. Ich kann mich mit normalen Piken nicht so schnell drehen. Ich kann mich zwar immer noch weiter drehen, aber ihr seht, da ist er schneller wieder weggerannt, bevor ich mich hier weiter gedreht hätte. Es ist nicht möglich, sich mit Piken einem Gegner in Pikenformation zuzudrehen. Und wenn ich jetzt meine Pikenformation ausmache, um mich schnell umzudrehen, ja, dann habe ich ihn schon im Rücken. Das ist so der Moment, auf den meistens die Spieler warten. Wobei, jetzt hast du, ja, das hat nicht geklappt. Du hast mich tatsächlich erwischt, bevor ich die Pikenformation anmachen konnte. Ich wollte gerade eben sagen, nee, das hast du in dem Augenblick dann doch nicht hingekriegt. Aber ihr seht, Piken, wenn sie einmal bedrängt werden, haben ein richtig großes Problem, weil das die Einheit alleine nicht mehr in der Regel hinbekommt, hier eine saubere Formation dann hinzubekommen oder den Gegner zumindest sicher irgendwie zu bedrängen. Außer wenn sowas passiert, was man im Grunde eigentlich schon fast ein bisschen als ja, Exploit bezeichnen kann, aber das funktioniert in solchen Situationen. Ihr seht, also die Piken verletzen sich gegenseitig nicht, aber die Jungs sind jetzt hier eingeschlossen. Derzeit ist es halt leider immer noch so, dass Piken so eine Art Klebstoff vorne dran haben. Wenn ihr in der Hitbox der Pike drin seid, die Hitbox der Pike ist ungefähr genauso lang wie die Spitze der Pike bis zum Soldaten, der sie hält. Und in dem Bereich, wenn ihr drin seid, ist eigentlich der Soldat de facto dem Tode geweiht und kommt da nicht mehr raus. Das können wir kurz mal demonstrieren. Ich mache mal die Pikenformation aus. Lauf mal, warte mal, du siehst es allein, nur ein bisschen näher ran. Also nicht in den Nahkampf. Nee, bitte geh nochmal raus. Ganz, ganz kurz, einfach nur, bis ganz, ganz kurz vor knapp. Bis ganz kurz vor knapp, sodass ich die Formation auch anmachen kann. Und dann versuchst du sofort wieder rauszurennen. Und jetzt drehst du wieder um. Jetzt drehst du um und rennst weg. Mit allen Männern, die du noch kannst. Und ihr seht, da kleben jetzt manche drin. Da kleben jetzt manche drin. Und wenn ich vorlaufe, kommen die auch nicht mehr weg. Das geht sogar noch deutlich schlimmer, als man es gerade eben hier gezeigt hat. Die sind quasi wie aufgespießt und haben keine Chance, da wieder rauszukommen. Das ist definitiv auch ein großes Ärgernis, sage ich jetzt mal, für viele Spieler, die dann quasi aus diesen Pikenformationen nicht mehr rauskommen können. Denn teilweise habe ich da schon ganze, Spieler in solchen Piken verenden sehen, weil sie einfach nicht mehr rausgekommen sind, was super ärgerlich ist, insbesondere im Zusammenhang mit Leonidas, der natürlich auch seine Pikenformation anmachen kann, wenn er sich im Nahkampf befindet. Aber so viel sei es jetzt erstmal quasi hier zur grundlegenden Steuerung, was Piken angeht. Wie gesagt, äußerst unbeweglich, äußerst langsam. Die Debuffs bzw. die negativen Aspekte der Pikenformation sind immens, aber die Pikenformation an und für sich ist unglaublich brutal und nützlich. Vor allem dann, wenn ihr entsprechende Engstellen verteidigt oder es einfach schafft, ja, selbst auf einer breiten Fläche eine große Breite mit euren Piken, vielleicht sogar mit Verbündeten zuzumachen, wo der Gegner einfach keinen Weg außenrum findet oder eure Flanken durch Schwertkämpfer verteidigt werden oder vielleicht auch durch Kavallerie. Und dadurch werden eure Piken zu einem unüberwindbaren Hindernis, solange keine Artillerie und solange keine Wurfspeere im Spiel sind. Bevor ich euch gerade eben diesen kleinen Exkurs über Miltiades und Piken gezeigt habe, habe ich auch gesagt gehabt, dass aus meiner Sicht Alexander auch kein guter Pikenkommandant ist. Warum ist das so? Bei ihm ist genau das gleiche Problem wie mit Miltiades. Auch sein Ansturm, der Hammer, funktioniert mit Pikenkämpfern niemals. Hier unten steht es dran, nicht einsetzbar, wenn hält Piken. Das bedeutet nicht, dass eine Pikenformation an sein muss, sondern hier geht es grundsätzlich um die Tatsache, sobald eine Einheit als eine Pikeneinheit deklariert ist, kann dieser Ansturm nicht durchgeführt werden. Ein Ansturm mit Piken ist in diesem Spiel nicht vorgesehen, zumindest derzeit nicht. Und deswegen ist einfach klar, die einzigen beiden wirklich sinnvollen Pikenkommandanten sind aus meiner Sicht Kynane aufgrund ihres schnellen Vorrückens und Leonidas. Man kann natürlich argumentieren, das kann man definitiv tun, dass man vielleicht noch Miltiades hier wegen seines Formationsaufgebens verwenden könnte, weil er dadurch permanent plus 18% mehr Bewegungsgeschwindigkeit hat. Aber
Man kann diese Formation, weil es ja schließlich eine Formation ist, nicht mit der Pikenformation kombinieren. Die wahre Stärke von Kynanis schnellem Vorrücken ist, dass sie nicht als Formation, sondern als Stärkung gilt. Das heißt, sie ist einfach nur ein ganz, ganz klassischer Buff und kann zusätzlich zu einer Formation angewendet werden. Das bedeutet, sie kann in ihrer Pikenformation unglaublich schnell unterwegs sein, was, wie gesagt, gewisse Manöver überhaupt erst ermöglicht mit den Piken, die ihr unter Umständen bei mir gesehen habt, zum Beispiel das Verhindern eines Flankenangriffes und so weiter und so fort, der zum Beispiel gegen andere sehr viel leichter ist, weil diese unglaublich schwerfällig werden in Pikenformationen und Flankierungen eigentlich so gut wie gar nicht verhindern können, wenn der Gegner sie umlaufen kann. Deswegen aus meiner Sicht Miltiades und Alexander keine guten Pikenkommandanten, Kynane eine sehr, sehr gute Kommandantin und auch Leonidas ein sehr, sehr guter Kommandant, weil sein Schildschlag ja definitiv ihn kurzzeitig aus dem Nahkampf heraus befördern kann und ihm damit quasi das Aktivieren einer entsprechenden Pikenformation wieder ermöglicht wird. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Falls ihr Fragen und Anmerkungen habt an dieser Stelle, bitte ich euch einfach, diese unten in die Kommentare zu schreiben. Ich werde versuchen, sie zu beantworten oder in Zukunft vielleicht auch mal in einem Video zu, ja, vielleicht zu erwähnen, beziehungsweise dort auch eventuell zu beantworten mit Hilfe von irgendwelchen Videosequenzen. Und ansonsten sehen wir uns wieder, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal hier auf meinem YouTube-Kanal oder auf Twitch. Denkt daran, immer sonntags 18 Uhr geht's los oder montags um 20 Uhr. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit, tschüss und ade.